Willkommen beim Motorradmagazin und zur EICMA 2018 am Stand von Kawasaki auf einer weiteren Z, neben der Z125, Z650, Z900 und Z1000 gibt es jetzt die Z400. Und auf der sitze ich natürlich gerade. Ich sage zwar immer, eine Kawa muss grün sein. Die gibt es auch, nicht ganz grün, aber da drüben steht die grün-schwarze Version. Die ist aber leider hier auf so einem Podest abgesperrt. Jetzt müssen wir uns mit dieser kirschrot-schwarzen begnügen. Ist aber auch ganz interessant. Und was ich immer so mag, wie schlank diese Motorräder hier beim Tank sind. Wir haben einen Parallel Twin und der hat tatsächlich 399 Kubik, also ist ein echter 400er, leistet 45 PS. Das Drehmoment liegt bei 38 Newtonmeter. Ich sitze hier sehr gemütlich drinnen, wie man sieht, ist auch wieder sehr, sehr einsteigerfreundlich. Diese 400er Kategorie, 400-500er, ist ja für mich so dieser Einstieg zu echten Motorrädern unter Anführungszeichen. Also da hat man schon das Gefühl, man hat was in der Hand und zwischen den Beinen, und das ist immer gut. Die Sitzhöhe ist natürlich auch deswegen so angenehm, weil der Sitz sehr schmal ist. Der ist übrigens dann nicht in eine mit dem Sozius. Der Sozius ist extra, das kann man hier sicher abnehmen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo hier der Schlüssel da ist, muss man den Schlüssel reinstecken. Da kann man sicher die Sitzbank öffnen, Verbandsbäckchen und so weiter kann man natürlich verstauen. Das Heck ist eigentlich ziemlich elegant gestaltet hier. Mit so Flügeln, so aufgestellten. Ja, natürlich, Kennzeichenhalterung wie immer ein Skandal, aber das ist bei anderen Motorrädern nicht anders. Dann schauen wir mal, was das Ding wiegt. 167 Kilo soll das Ganze wiegen. Ob da jetzt schon der Benzin dabei ist, von 14 Litern, weiß ich nicht genau, aber ich glaube fast. Die Sitze sind 785 mm, also auch da wieder gilt mein Gesetz. Alles unter 800 ist eigentlich wirklich, geht ins Niedrige. Also alles, wo ihr seht, 800 oder niedriger, sollte zu bewältigen sein. Nicht nur mit 1,80, wie ich groß bin, sondern mit 1,70, 1,65, 1,60, je nachdem. Das muss man einfach probieren. Es kommt dann immer darauf an, wie breit der Sitz ist. Ja, Auspuff natürlich auch. Soll man sagen, Kompromiss, aber da gibt es sicher aus dem Zubehör Alternativen. Was muss man sich da noch anschauen? Wir sehen natürlich, die Reifenbreite entspricht jetzt nicht unbedingt einer 1000er. Wir haben hinten einen 150er, vorne 110, beides natürlich 17 Zoll. Dann haben wir einen schwarzen Windschild drauf. Ich gehe davon aus, dass es serienmäßig ist. Es schaut alles eigentlich total serienmäßig aus. Wir haben sogar einen Bugspoiler drauf, der da ein bisschen schön diese Krümmer abdeckt, das Ganze unten ein bisschen nachschärft. Das ist immer gut. Das sind oft Teile, die muss man sich einfach normal dazu kaufen. Ja, dann sehen wir vorne natürlich ABS, ist ja keine Überraschung, dass wir ABS montiert haben. Sechsganggetriebe. Vorne eine Scheibe, 310 mm Durchmesser. Hinten natürlich auch nur eine Scheibe. Antrieb per Kette, auch keine Frage. Dann haben wir hier den Seitenständer. Und einen Tacho, der sogar Carbonelemente enthält. Diese Verschalung hier ist halt, scheint tatsächlich Carbon zu sein. Dann haben wir diesen Drehzahlmesser, der so auch ein Kompromiss zwischen analog und digital ist. Da gehen wahrscheinlich dann die Lichter so hoch, ändert vielleicht auch die Farbe, weiß ich nicht. Und zentral haben wir eben dieses LC-Display, wo ich mir wahrscheinlich verschiedene Infos anzeigen lassen kann. Links und rechts hier habe ich so einen Gummiknopf. Da werde ich dann wahrscheinlich die verschiedensten Daten abrufen können. Kann ich jetzt leider nicht einschalten, ist nicht angesteckt. Und da habe ich auch noch einen klassischen Schlüssel. Und wir waren uns beide einig, Vanessa und ich, oder, dass das wirklich sehr, sehr schnittig ausschaut. Es ist nicht Mikro, also wie eine 125er, wo man sich dann wirklich wie auf einem Moped fühlt.
Ist aber auch nicht so fett wie so eine Z1000. Es ist irgendwie so gerade richtig, fühlt sich gut an und du bist aber beim Z125-Test, gell? Richtig. Ja, also die Vanessa ist bei Z125, Z400 wissen wir leider noch keinen Termin für den Test, aber ich glaube, das wird richtig spaßig werden, wird ganz interessant, wie das im Vergleich zu KTM 390 und der restlichen Konkurrenz sich so machen wird. Bin gespannt, auf den ersten Eindruck wirkt das wirklich sehr, sehr scharf. Ich wollte jetzt sagen nett, aber das sagt man in der Kategorie nicht mehr. Das gilt nicht, das ist eine Z. Naja, okay, wenn euch die Z auch gefallen hat, dann schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, dann seht ihr auch alle anderen Neuheiten, nicht nur von der EICMA, plus natürlich die folgenden Tests, auf die wir alle schon ganz geil sind. Und hinterlasst mir bitte einen Kommentar, was ist eure bevorzugte Farbgebung? Darf eine Carver auch kirschrot sein oder rotweinrot oder muss sie irgendwas Grünes drin haben? Ich bin da echt hardcore. Ich finde, es sollte jedes Carver-Modell mindestens in Grün geben. Und daneben andere Farben, aber einmal Grün muss sein. Seid ihr auch der Meinung? Dann sagt mir das bitte. Ich gehe weiter, es gibt noch einiges zu sehen. Ich hoffe, ihr begleitet mich. Bis gleich.